und herzlich willkommen hier zurück bei Heaven. Wir sind beim letzten Mal ja hier stehen geblieben. Und nun geht es weiter. Das war gerade eigentlich eher unbeabsichtigt. Nun sollen wir ja nach Lebensmitteln suchen, die wir irgendwie zusammensuchen müssen. Hey, ja, wir suchen Lebensmittel, um sie zu suchen. Genau. Ich bin heute noch nicht ganz so bei der Sache. War ein sehr, sehr langer Abend gestern. Is it me or is the ground shaking? It's shaking. It's shaking a lot. Is it over? Seems like it. Anything broken? No. No, I don't think so. Well, except... Oh, I think the nest is done. Yeah, but that's our home. That's true. It is our home. Look. We can always search the islet, try and find a way to get to the other side. Such as? I don't know. A rope, a jetpack, spring-loaded shoes, anything. I don't want to be stuck here. It sucks. Me neither. That's why we'll have to find something. Okay. Okay. Das lief ja mehr schlecht als recht, würde ich sagen. Vor allem, weil das Schiff ja jetzt leicht demoliert ist. Und wir da irgendwie rüberkommen müssen. Bin gespannt. So, ich werde mal ganz kurz mein Energy hier öffnen. Den ich nämlich noch von gestern Abend übrig habe. Beziehungsweise... Wenn ihr das hier seht, wahrscheinlich von vorgestern. Ich weiß noch nicht, wie ich das Projekt in der Woche reinbringen will. Es wird auf jeden Fall am Wochenende jetzt immer um 16 Uhr kommen. Beziehungsweise, vielleicht ändere ich das auch nochmal, weil ich ja ab und zu jetzt auch Wolfhard und so weiter hochlade. Und ich möchte nicht, dass das beides dann zur gleichen Zeit kommt. Und, ja. Oh, die setzen sich sogar hin. Voll toll. Ich glaube, ich habe mich so in die Tiefe verliebt. So ein bisschen. Hey. Komm nur noch nicht ganz mit dem Driften klar. So. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das hier. I think I found something. Huh? Call me crazy. But this looks like a Bluten? Yep, it looks like a flow bridge. Kind of like the one we took to get here. But smaller? Is that possible? Why not? We still don't really know how the flow bridges worked in space, but if the phenomenon can happen on a macro scale, then why not on this one? If there can be flow between two planets, why not two bits of a planet? Okay. If this really is a flow bridge, I'm not sure what we're waiting for. What? Flow bridges are linking one place to another, right? So this one definitely leads someplace. Wait, you want to just get on there without knowing where it goes? It goes elsewhere. I think that's as good a start as any. Huh. Hast du nicht ganz unrecht? Ich möchte aber dennoch mal nach hinten. Gucken, ob man da nicht trotzdem irgendwie rüberkommt.
spielen? Nein. Tatsächlich nicht. Da wäre dann empty. Ich dachte, das würde klappen. Dann sind wir einfach mal so mutig. Do we have everyone? Okay? Here. Then we're good. Looks like we're on another islet. Yeah. The bridge seems to be a link between the islets. If there are any others like this, we may be able to get back to the nest. Wäre durchaus möglich. Und oh, was bist du denn? Do you see what I'm seeing? A big ugly lizard? Hey, just no, the mushrooms on its back. Looks like a type of Hygrocybrubicins. Yeah. Is that good news? Like, can we eat it? Oof, not at all. Unless you're looking for a quick way to unload your kidneys. But don't you find that symbiosis amazing? The movements of the lizard are helping spread the spores. As far as what the lizard is gaining, I'll have to study that closer. Maybe it has bad hygiene. Maybe what you call symbiosis is just a fungal infection. That's a possibility. We'd have to get a sample to... Stop! Touch one of those mushrooms and you won't touch me again. Ever. Okay. Ich will mal was versuchen. Okay. What? Everything slow motion. Ich wollte einfach nur ein Bild machen. Und das funktioniert anscheinend. Kann ich irgendwas mit dir machen? Kaulen? Oh nein, ist das süß! Oh Gott, ist das süß! Oh! 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 Ich will's haben! Oh Gott, ich kann nicht aufhören! Ich kann einfach nicht aufhören! Es ist so niedlich! So, ich gucke mir jetzt stundenlang dieses Tierchen an. In der Hoffnung, dass ich es kriege. Okay. Oh Gott, ist das süß. Hier ist auf jeden Fall wieder der Rassepfeffer. Was ich aber auch noch gucken will, da hinten ist nämlich noch was. Und Vögel. Ah, gut, wir können auch schwimmen. Was ist hier? Das ist hier so ein großer Filter. I thought it smelled good around here. Ja, das war der Rasselpfeffer. Noch mehr von diesen Candisbeeren. Von dem wir einfach nicht genug bekommen. We almost missed this one. Oh, ich will das Tier weiter kraulen. Ich will wissen, was es ist. Ich will seinen Namen erfahren. I don't like walking. Some things are worse than walking. Like running. That's true. I can't even remember the last time I ran. Thank you, technology. Hey. So, was am I? Gut. Da geht's auf jeden Fall auch wieder
rüber. Oh, da sind noch mehr diese Echsen. Ich bin im Himmel. Ich bin im Echsenhimmel. Warum müssen solche Spiele immer so süße Viecher hier reinpacken? You know what? Walking is nice too. Hey? That way, you have time to enjoy all the little bugs crawling around. I'm not seeing any bugs. That means we're walking too fast. Noch eins. Hier ist aber noch mehr Pfeffer. To go. Too bad. Now I'm hungry. I know, right? Okay. Da oben ging es dann, glaube ich, weiter. Sorry, Birds. We didn't see you. Sagte er einfach, obwohl man sie gesehen hat. Seems like our mini flow bridge wasn't a unique occurrence. Good, because those things are. Oh. Schauen wir mal, auf welcher Insel wir jetzt landen. Wow, that's actually. What is that? We should take a closer look. Das sieht irgendwie gefährlich aus. Also auch wenn man so an sich ja nicht viel sieht, ist es dennoch wunderschön. Die Atmosphäre ist einfach atemberaubend. Aber ich glaube, das hier ist auch ein Spiel, was nicht für jedermann was ist. Ich habe zumindest auf der Steam-Seite gelesen, dass es eine Art RPG sein soll. Ja, mal gucken. Over there. Do you see that Zygoptera? Depends. What's a Zygoptera? A dragonfly. Oh. Then no. Ich kann nicht an dir vorbeigehen. Ich muss dich kauen. Okay. Any idea what's underneath our feet, Mr. Geologist? Not really. It looks like a dust deposition. Some kind of rust. And it looks like this kind of rust is particularly sensitive to flow. What? Look beneath your feet. Oh, there's vegetation underneath. It was probably smothered. Good thing we came this way. Okay. Great. We can bring that back to the nest. That way. Look. It looks like the rust has formed into a bigger chunk. Okay. Verschwindet das jetzt wirklich komplett? So, bleibt es verschwunden? Ich meine, wenn ja, wäre ja cool, je nachdem, ob das hier gefährlich ist. Technically, the Zygoptera aren't quite the same as dragonflies. More like. Another flow bridge. That's great. It means there must be others. If we're lucky, they'll bring us back to the nest. Gut, aber wir sind hier noch nicht fertig mit erkunden. Nein. Oh, noch mehr kleine Echsen. Ich will sie alle mitnehmen. Yum. Another one. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, dass ich die hier alle mitnehme. Oh,
noch was? Nee. Hey, hier ist Rotze Pfeffer. Okay, das will ich auch wieder mitnehmen. Wie gesagt, ich bin noch nicht sicher, ob man das hier wirklich alles jetzt einsammeln soll, aber ich bin damit wütig. Da ist jetzt auch noch was. We're gonna get stuffed. Da unten auch noch eine ganze Menge. Ach du Grüne. Bin ich froh, dass es sowas wie Fellschaden hier nicht gibt. Sah kurz aus wie eine Höhle. Ist aber nicht. Even the apple dew shrubs are completely covered. I hope this one will yield some nice and juicy fruit to thank us. Hier oben noch das letzte. That was the last one. Clearly, we're breathing a lot easier without all this rust. Perfekt. Oh, ich wollte gerade nur gucken. Ich dachte, das hier wäre hinüber. Nicht, ob wir voll geladen sind, aber ich glaube ja. Hui. Eine coole Art der Fortbewegung. Frag mich nur, ob es jetzt hier auch sowas wie Kämpfe gibt. We should find the nest if we keep going north. Explain to me how you know which way north is on this planet. We should find the nest if we keep going straight ahead. Thank you. Huh? Sind wir denn jetzt hier? Was bist du denn? Hey. Come on. Don't be scared. A big bug like you. Huch. Dann lass ich ja die Farbe. What was that noise? Ugh, my stomach. It needs to be fed soon. Sicher? Oh. Wie niedlich. Aber auch kein Viech, gegen das man kämpfen muss. This one is nice and ripe. Rust. Saw that. So. Da unten ist noch was. Oh, da ist wieder so ein Echsenvieh. Scheint es hier aber echt zuhauf zu geben. Ach. It could always be useful. Ach, das ist auch so ein Echsenvieh. Okay. Are we saving those for later? Of course. Sie hat sie jetzt nicht ernsthaft schon gegessen, oder? Ich glaube, wir müssen bald mal aufladen. Schätze ich. My batteries are empty. Mine too. We need to find a full thread. Ja, hier. Finally!
wunderbar. Oh. Kann ich auch kauen. Meine Hauptbeschäftigung in diesem Let's Play, Echsen kauen. Sind auch schon wieder so komische Gegenstände. Also man erfährt hier auf jeden Fall so gut wie gar nichts mehr von der Welt. So, dass man ja so Bruchstücken einer Insel rumfliegt. Oder eines Planeten, wie gesagt. I thought this planet was supposed to be a desert. Deserted, not a desert. According to the archives, a colonization plan had been considered by the Apiary, with Exanova as the main provider. But the planet was eventually classified as inhospitable. Let me guess. Is it because of that rusty stuff? I don't know. The file doesn't say anything about that. Hmm. I hope we don't have any more unpleasant surprises. Das, hoffe ich ebenfalls. Okay, now I'm really starving. Imagine how I feel. Gut, ich kann da nicht drauf. Da rein. Ich kann da nur wieder runter. Ich glaube, wir müssen noch da hinten. Die Käferchen. Kampf und ich glaube, da hinten müssen wir rauf. Sieht zumindest so aus. Hier waren wir nämlich noch nicht. Von nehmen wir wieder mit. Boba Nuts? Aren't we the lucky ones? What are they? You've never heard of Boba Nuts? They're one of the most nutritious nuts. 25% carbohydrates, 50% protein, 75% lipids. Great! But how does it taste? Didn't you hear what I said? 75% fat! Of course it tastes great. Okay. Wir haben Boba-Nüsse. Ja, das, ich weiß nicht, ob das so lecker klingt, aber scheinbar ist gut. Here, we found the nest. But in what state? Ja. Aber ich würde sagen, ich beende hier erstmal den Part und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder und dann gucken wir, was mit unserem Nest ist. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Und wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann abonniert mich gerne und betätigt die Glocke. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.